So, Summer Rose. Schlagzeug, Till Simon.
Immer vielen Dank. Große Umstimmpause mal wieder. Gut zur Pause. Und man sagt ja auch mal, dass die Pause in der Musik auch eine Note ist. Die muss auch gespielt sein oder eben nicht. Und die hat eine bestimmte Länge. Und bei uns ist es immer genau die Länge, bis er so ein fertig ist mit seinem Stimmen. Das ist sozusagen unsere Pause. Ich weiß es jetzt wieder. Ich habe geguckt, das ist das Lied Time. Das ist zufällig auch der Titelsong von unserer neuen EP, deren Versandbestätigung ich gleich auf meinem Telefon zeigen kann, wer sich dafür interessiert, was ich vorhin schon mal erzählt habe. Also das ist auf jeden Fall das Lied. Wir haben dafür auch ein Video gedreht jetzt irgendwie. Wann war das? Das war irgendwie vor 2 Monaten. Ne? Da haben wir tatsächlich, wenn ihr euch das mal anguckt, wir haben tatsächlich, wer kennt Bremen von euch? Hat jemand Bremen schon in der vollen Auswirkung? Da ist super, da zwei, da hinten. Da ist noch jemand, da sehe ich nach. Es ist nicht viel, aber ihr könnt euch nachher mal erzählen lassen, wie groß Bremens Innenstadt ist. Das heißt, ich rede von der Bismarckstraße, quer über die St. Jönisstraße, über den Sival, runter an die Weser, bis rüber zum Marktplatz, noch einmal quer an der Weser lang, über die Schlachte und dann zum Bahnhof. Und der ganzen Zeit haben wir dieses Sofa, was ihr auf dem Poster seht, getragen, zu drehen. Und das Filmteam ist, ja, das finde ich jetzt ein Applaus wert. Also das ist so. Weil wir haben uns wirklich dafür geopfert, ja, unsere Hände kaputt getragen, ja, nur damit es schön aussieht. Und ne, das haben wir extra für euch gemacht. Und dann, ja, danke. So, und das ist jetzt das Lied, während ihr euch die Bilder vorstellt, wie wir zu dritt ein altes, wunderschönes Sofa durch die Gegend tragen. Und das Ganze hier umhalten. Zum Teil. We'll be right back.
von hinten sozusagen. Das nächste Stück, was wir spielen, da gibt es wieder einen Gitarrenwechsel. Wer hätte das gedacht? Es ist auf jeden Fall ein bisschen funkiger jetzt. Wir könnten auch sagen New Folk. Wir haben vorhin diskutiert, was ist Amerikaner, was ist Indie-Pop. Es ist jetzt New Folk, es ist alles vorbei. Eine große Kiste voller Überraschung. Mit vielen Melodien und kleinen Hooks und Licks. Und ein bisschen Rhythmus und ganz viel Tiefton. Und nicht zu vergessen. Und das, wir sind keine Tanzbände, das muss man mal denken.